Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ATS mit eurem Sony Styles Gaming und euer MH2610 95. Herzlich willkommen und wir fahren heute nach Tobias, wo fährst du hin? San Rafael. San Rafael, ich fahre nach Winnemucca oder Winnemucca oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich muss allerdings vorfahren. Yep. Ich fahre einen Vorratstank 10 Tonnen. Hab jetzt hier einen World of Trucks Auftrag angenommen, weil wir so Probleme hatten, was zu finden. Ja, weil ich wieder am Arsch der Welt hinfahren muss irgendwo. Was transportierst du? Ein Raumcontainer, 7 Tonnen. Läuft bei dir. So, wir müssen da vorne rechts. Tobias muss mir hier hinterher fahren bis zu Ja. Winnemucca oder Winnemucca, wie auch immer. Und dann Richtiger dummer Name, ey. fahre ich dem Tobias hinterher bis zu San Rafael. Ja. Ne, wohin? Doch, doch, San Rafael, stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Oh, wir dürfen hier nur 30 fahren, gell? Ich brauche nicht so einen Radius. Hätte ich einen richtigen schweren Anhänger? Ich habe einen langen Anhänger. Ach du Scheiße. Brems. Ja. Für die Fracht wirst du 13.000 bekommen. Wo ich hinten auf dem Anhänger habe. Mehr als 13.000, okay. Okay, Tobi, mal kurz aufs Tacho gucken. Ich bin schon wieder fast 40 gefahren. So, wir fahren jetzt gerade wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Yep. Okay, außer ich nette. Du bist in Bakersfield gewesen, ich bin in Fresno. Ich will mal ein bisschen Abstand halten zu dir davor. Oh, dieses 30, gell? Ja. 29 fahre ich, aber ist mir egal. Ey, ohne Witz, es kommt mir wie Ach bei nee, du guck Unzi. mal, da stehen sie da vorne, die Spastis. Naja. Da kommt einer vorbei, gerast. Hoffentlich fahrt er irgendwo rein. Ich habe Warnblinker angemacht. Oh, Alter! Mach die Hupe ab! Der rast voll in mich rein, der Depp. Ja. Was wünschen der LKW-Fahrer da links? Jetzt fährt er erst los, der hat seinen Anhänger abgekurbelt, dein Ernst? Der fährt in die Werkstatt und der kuppelt sein Ding ab, ey. Hättest du ihn doch reportet? Der hat die Nummer 56 gehabt. Hab zum Glück keinen Schaden bekommen wegen. Echt? Bei mir Ja. ist. In der Aufnahme sieht man, wie er dir hinten drauf gefahren hat, wie er kopst Ja. ist. Ja, ich habe aber keinen Schaden bekommen. Na, sei froh. Weil ich bin die ganze Zeit richtig langsam gefahren, ne? Oh, Geschwindigkeit gucke. Bin richtig langsam gefahren, ne? Ohne Gegen Scheiß. 50 darfst du fahren, Tobias. Okay. Ich bin richtig langsam gefahren, ne? Hab sogar Warnblinker angehabt, ne? Dass er überholen kann, ne? Nein, ich überhole mal der Sony und ramm mal der MH. Der hat doch sowieso keine starke Fracht oder gute Fracht, ne? Vierundfünfzig fahre ich. Oh, ich habe irgendwie Gefühl, dass wir wieder Landstraße fahren. Nee, wir fahren da vorne auf die Autobahn. Ja. Hey, ich Dummi, ich hätte doch lieber die Firma da dann markieren müsse. Weil ich fahre nämlich Pflaster und sonst muss ich hin. Ja, ich fahr, wir, du musst mir ja erstmal hinterher fahren. Ich habe also genügend Abstand, also kann ich ruhig ausholen. Und wieder gleich wieder rechts blinke. Ja, endlich Autobahn, kann ich wieder aufs Gas treten.
Naja. Boah, ich habe immer noch einen schwachen Motor, Alter. Ich kann mir den Scheiß mehr Leistung nicht leisten, ey. Das kostet 23.000. 55, ey. Ich bin jetzt gerade auf 54. Warte. Nein, nicht runterschalten. Hör auf. 55 Meilen pro Stunde. So, jetzt war es genau 55. Läuft bei dir. Jetzt sehe ich auch die Tacho-Anzeige und alles. Echt nur wegen der Größe hat, ist das so verpixelt, ey. Das ist eigentlich schon lächerlich. CSGO ist bei mir auch 1280 mal 720. Umstellen. Ach du Scheiße. Alter, ich so, tut und er. Nieh. Ich fahre natürlich wieder mit dem Petters Bild, oder wie der komische LKW da heißt. Der Bild, ja. Ja. Weil den anderen, der andere LKW, den habe ich, glaube ich, immer noch an der Garage stehen. Also den muss ich auch mal benutzen, ey. Aber da muss ich wieder ganz von hinten fahren, weißt du? Von der Garage aus wieder. Da habe ich keine Lust. Ich müsste mir das erstmal aufschreiben, die Uhrzeit oder sprich, wo wir zuletzt aufgehört haben zu Wir fahren spielen. schon wieder bei Nacht, Alter. Gibt's das auch mal, dass wir bei Tag fahren? Nee, gibt's nicht. Sag ich ja immer, wenn wir aufnehmen, immer nachts. Nehme ich's nicht auf, ist es tags. Jetzt ist dein Ernst, Alter. Dreißig, ja, genau. Alter. Es war genau 30, Alter. Ich schleiß ja schon über die Straße hier. Links abbiege bei mir. Oder muss ich geradeaus? Geradeaus. Ja, wir fahren hier auf die Autobahn. Ich habe keinen Bock, da vorne rumzufahren. Mein Navi sagt da vorne, also geradeaus und dann links und dann auf die Autobahn, obwohl wir auch hier auf die Autobahn fahren können. Boah, ich hasse hier mit 30 Meilen pro Stunde rumzutuckern, Alter. Ich schlafe jetzt schon halber ein. Gib Gas. Oh. Hätt lieber doch mit viel Schwung müsste das da hochkommen schon Na, wäre ich hätte. irgendwo an der Leitplanke hängen geblieben oder so. 55. Ich komme schnell auf 55 mit so einem 7 Tonner Liter dahinter. 100 Meilen noch für mich. Wie viel hast du noch? Warte mal, F5. 120 Meilen. Was? 120 Meilen? Na. 124, der aktualisiert mal wieder nicht. Warte Läuft. mal, ich muss mal nebenan fahren, da musst du vorfahren, nicht ich. Ich hab gedacht, du fährst weiter als ich. Ich hab gedacht, du fährst zu Dings. Zu Elko. Du hast doch was nach Elko. Ah ja. Ja, wenn du jetzt nach Elko fährst, sind doch mehr als 120 Meilen. Warte mal, wir machen einen Kurzcut, wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind wieder zurück. Ich fahre jetzt voraus. Der MH kommt, ja. Glaube ich. Hast du noch deine Fracht hinten? Oder hast Nee. du die abgeliefert jetzt? Ich hab die abgebrochen. Okay. Jetzt müsste ich hier rechts, ne? Na ja, fahr.
Mach mal F3 weg, das nervt mich. Ich sehe das so. Und sich ein Fehler unterlaufen, und zwar ich hätte den der LK oder LK, wie das heißt, annehmen sollen, und ich habe den St. Raphael mitgewählt. Da habe ich wieder mal drauf aufgepasst. Spindel, nächstes Mal muss ich mehr aufpassen. Ja, das ist jetzt mein Fehler, sorry Mike. Macht nichts. Wie gesagt, die nächste Fahrt gucke ich mehr drauf. Dann wird es eben eine kurze Folge, oder man macht danach dann eben nochmal eine. Nee, das reicht glaube ich für einen Part, genau. 30 darf man fahren. 30, du Blindel. Naja, weil du hinten dran sehr dermaßen plätschst, wie habe ich gedacht, ich fahre mal schneller. 230. Ah, Mann. Ich bin einfach wie im Geschäft, einfach schnell, schnell, schnell mache und dann einfach nicht drauf gucke, was da ist und so. Naja. Mein Fehler, sorry, liebe Leute. Nächstes Mal passe ich erstmal drauf auf. Hat so ganz ja auch vor mir fahren. Ich hab's mal ja markiert auf der Karte. Ja, alles gut. So ein Dreck. Sorry, ne? Ist nicht schlimm. Alter, ich wäre immer langsamer. Oh, leck. Hast du Fernlicht an? Nee. Okay, weil es ziemlich in mein Cockpit leuchtet, warum auch immer. 55, dein Ernst? Jetzt muss ich ja mal in die Puschen kommen hier. Wir fahren da vorne geradeaus oder rechts? Immer geradeaus und dann kommt dann eine Linkskurve. Also auf der Straße hier bleibe. Einfach hier bleiben, ja, genau. Und dann links auf die Autobahn, ja? Ganz da vorne links dann. Ja, genau. Noch ein Stückchen weiter? Hier da vorne, ja. Ist die Kurve eng? Oder kann man die nehmen? Ah ja, kann man nehmen, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, ich bin jetzt schon auf 45. Achso, hab ich jetzt gedacht, du hast jetzt gerade der Motor ausgemacht. Hä, hey, was? Closed? What the fuck? Hat aber die Augenstande geschlossen? Das linke Schild? Da bin ich nicht geschlossen. Ja, du musst ja jetzt auch rechts fahren. Ja. Geradeaus ist geschlossen. What the fuck, ist das ein. Ist das jetzt neu? Das ist noch nie drauf gestanden bei mir. Doch. Toll, okay. Kommst du hinterher oder soll ich langsam machen? Ja, fahr. Okay. Wir müssen gerade noch eine 53 Meilen noch fahren. Wie viel bist du mit deinem LKW gefahren? Ich bin jetzt 61.067 Meilen jetzt gefahren. Das ist bei mir ganz klein da unten. 16.500. Okay. Ich muss mal echt mit einem anderen LKW mehr fahren. Oh, 55. Hab wieder nicht geguckt. 54 habe ich jetzt drauf. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Oh! Achtung, da kommt eine Baustelle, Mike, ne? Oh, die Ampel habe ich auch nicht gesehen. Entschuldigung. Das kommt eine Baustelle und dann direkt der Ampel, ne? Ich bin gerade durchgefahren. Gar nicht gesehen. Mit 35 Meilen. Pass auf, es tuckert hier. Jetzt müssen wir 30 fahren. So, 30. Alter, ich schlaf schon bei 30 ein, hey. Ey, ich war jetzt gerade so fixiert auf die scheiß Straße. Da habe ich die gar nicht gesehen. Die Ampel habe ich total ignoriert, hey. Da können wir hin, da wo wir vorbeigefahren sind, da die Werkstatt, da können wir uns dann hinstellen dann, oder? Ja. Dann kann ich sie dann markieren dann. Jetzt müssen wir hier rechts. Wieder auf die Autobahn. Ey,
Ey, dein Ernst jetzt? Wir fahren einmal auf die Autobahn und wieder runter. Pff, alles klar, kann ich gleich rechts der Blinker lassen. Da kommt eine richtige Kurve, siehst du ja, ne? Halt ein bisschen Abstand dahinter. Oh, die ist breiter. Okay, Mike. Ich hab's grad. Ja, ich hab mich abschleppen lassen, alles gut. Hab's gerade links gesehen, bin ich auf einmal hochgesprungen. Bin an der Werkstatt schon. Okay. Also was soll ich skillen, wenn ich das nochmal hab? Fernfahren, ne? Boah, Alter, ist in die Straße beschissen. So, was kriege ich mal denn? Was? Oh, alles klar. Nicht so gut. Gut. Dann markiere ich's. Bist ja bei San Rafael an der Werkstatt, ne? Markiere ich das da? Fahr 29 Meilen. Jo, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich passe ich nächstes Mal auf, was ich wähle. Ist Affe. Ja. Und damit würde ich sagen, haut's so rein, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Sonistyles Gaming und euer MH2610 95. Gute. Maybach. Can anybody out there hear me?